zuerst mal wollte ich in die Richtung Lokomotivführer und irgendwann wollte ich dann Pilot werden. Und als ich dann so 12, 14 Jahre alt war, habe ich mich dann eigentlich entschieden, einen technischen Beruf zu übernehmen und eine technische Ausbildung zu machen. Und da wollte ich dann eigentlich auch Ingenieur werden, Maschinenbau. Weil ich einfach begeistert bin von der Technik. Das war der entscheidende Punkt. Mir hat Technik schon immer fasziniert. Autos haben mich immer fasziniert. Als ich schon ein ganz kleines Kind, 3, 4 Jahre alt war, bin ich schon selbst Auto gefahren, auch gegen die Wand gefahren, habe Bremsen aufgemacht und viel Blödsinn. Aber da habe ich mich eigentlich schon immer schon mit der Technik befasst. Befestigungstechnik ist etwas, wo ich etwas befestigen kann, wo etwas festgemacht wird. Ohne Befestigung kommen sie heute nicht mehr aus. Und auf der anderen Seite bauen sie, und es wird auch teilweise gar nicht gesehen, Befestigung in Hochsicherheitsbereichen. Und in der Industrie, im Haushalt, brauche ich irgendetwas, wo ich irgendetwas festmachen kann. Also es geht immer noch nicht, dass man etwas in der Luft aufhängen kann. Also ein Untergrund da, und in dem Untergrund muss ich was befestigen. Und deswegen ist die Befestigungstechnik etwas, was notwendig ist, was man braucht. Und was auch teilweise immer gesehen wird, es wird immer über den kleinen Kunststofftypen gesprochen. Aber die Befestigungstechnik geht weit drüber hinaus. Das sind heute komplexe Themen, komplexe Produkte. Auch wenn sie in den chemischen Bereich eingehen. Wir produzieren ja auch und entwickeln chemische Produkte. Das heißt, es wird Chemie in die Wand gebracht, um wirklich hohe Lasten aufzuhängen und zu befestigen. Es geht weit über das, was eigentlich so in der Bevölkerung bekannt ist, hinaus. Es wird ja immer über das Thema Dienstleistung geredet. Wir müssen Dienstleistungsgesellschaft werden. Und ich glaube, das ist der ganz falsche Ansatz. Man hat auch jetzt erkannt in den letzten Jahren, dass wir produzierende Unternehmen brauchen, dass wir Unternehmen brauchen, die sehr wettbewerbsfähige, sehr innovative Produkte produzieren. Und wenn ich das produzieren möchte, brauche ich Ingenieure ohne das Gießen. Ich brauche Ingenieure in der Forschung und wir müssen forschen. Wir brauchen Ingenieure für innovative Produkte, um die herzustellen. Wir brauchen Ingenieure in der Produktion und auch in anderen Bereichen. Und deswegen ohne Ingenieur geht es gar nicht, weil wir ohne die gar nicht existieren können. Und für mich ist das eigentlich ein hochfaszinierender und auch, muss ich sagen, sehr interessanter Beruf, aber auch ein Beruf, den wir brauchen, um langfristig erfolgreich zu sein. Die Ausbildung der Ingenieure ist mit Sicherheit nicht schlecht, aber sie könnte noch besser sein. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass schon allein in den Schulen zu wenig gemacht wird für die Technik. Denn wenn wir heute uns nur mit den Ingenieurschulen oder mit Hochschulen beschäftigen, die Ingenieure ausbilden, ist das meiner Meinung nach schon zu spät. Wir müssen eigentlich schon wesentlich früher Einfluss nehmen auf technische Berufe und das wird eigentlich zu wenig gemacht. Die VHD sind für uns sehr wichtig. Wir arbeiten auch sehr eng mit dem VHD zusammen, auch gerade im Zuge der Ausbildung, weil das ein ganz wichtiges Thema ist. Aber der VHD ist natürlich jetzt nicht nur für die Ausbildung sehr wichtig, sondern generell wichtig. Es ist wichtig, dass die Hochschulen in Zukunft noch anders, noch besser ausbilden. Dass in der Forschung noch wesentlich mehr getan wird in Deutschland, dass auch hier von der Regierungsseite her mehr Einfluss genommen wird und auch mehr Geld zur Verfügung gestellt wird. Und ich bin sicher, wenn der VHD nicht da wäre, hätten wir ein ganz großes Problem. Ich wünsche dem VHD, dass er in Zukunft noch mehr Einfluss nehmen kann auf die Ausbildung, von den Kindergärten bis zu den Hochschulen, dass er sich noch mehr einsetzen kann bezüglich Forschung und dass er auch die Möglichkeit besitzt, wie bisher, Unternehmen weiterhin zu unterstützen.